Na, Tür ist schon offen. Na, dann bitte nach euch. Ich bitte darum. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ich werde jetzt mal hier so oldschool-mäßig einen kleinen Rundgang hier im Naturgarten bzw. im Schrebergarten machen. Weil jetzt so Anfang November habe ich und mein Vater hier einiges gemacht und das möchte ich euch einfach mal gerne zeigen. Und wir fangen hier ganz an. Habe ich ja im letzten Video auch mal ein bisschen gezeigt mit dem Umgraben bzw. mit dem No-Dig-Verfahren. Hier habe ich jetzt das No-Dig-Verfahren angewendet. Habe hier überall Pappe ausgelegt und Fett auch mit Laub von der Gemeinde gemulcht. Hole ich mir mal an der Laubstelle. Ist immer wieder lustig, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, hey, wofür brauchen sie das ganze Laub? Und dann sagen, ah, sie sind doch der Herr Christian da, der diese Permakultur macht. Und dann schon kommen wir wieder in Gespräche. Das finde ich immer wieder lustig. Und hier vorne habe ich jetzt zum Beispiel eine lustige Methode reingesetzt. Da habe ich einfach mal Kartoffeln sehr tief reingesetzt, gemulcht und möchte mal schauen, ob die überwintern und dann, wenn das Wetter passt, rechtzeitig aufkeimen. Ist so eine Methode, die ich in einem Video gesehen habe und dachte mir, probiere ich einfach mal aus. Hier die Feige Rond de Bordeaux, minus 15 Grad winterhart, steht auch noch an ihrem Platz, überwintert. Schaut noch ziemlich gut aus. Hier auch Granatapfel. Hier auch die sibirische Kiwi. Auch alles im Wintermodus, bis auf die Maulbeerbäume. Die haben noch schönes Laub. Ich weiß die Sorten gar nicht mehr, sollte ich mal ein bisschen nachschauen. Hier unten ist die sibirische Kiwi Adam, männlich, für die Befruchtung von den weiblichen Kiwis. Sind ja, es gibt weibliche und männliche, deswegen braucht man eine. Dann, was wir hier jetzt gemacht haben, ich habe einerseits die Zwetschge zurückgeschnitten, weil die vom Vorbesitzer sind immer noch die ganzen Wasserschosse und die habe ich so bekommen. Das war ja vor 2 Jahren noch schlimmer. Muss ich Stück für Stück immer wieder die Wassertriebe rausnehmen, kann aber nicht alles auf einmal machen, weil sonst reagiert natürlich der Baum dementsprechend mit noch mehr Wassertrieben. Kann man zum Beispiel bei dem hinteren Baum beim Nachbarn sehen. Das ist ein Beispiel, was passiert, wenn man den Baum wirklich abrupt zurückschneidet. Also da kann man ein bisschen sehen, überall Wasserschosse, die da dem Baum emporsteigen. Das ist wirklich keine schöne, ist wirklich nicht schön. Ah, was wir hier gemacht haben, hier war ein Zaun, den habe ich von meinem Vater entfernt, weil er dann doch immer ein bisschen gestört hat. Und da haben wir hier schon mal ein Hochbeet aufgebaut. Das Hochbeet, da habe ich, das ist jetzt alles nur Füllmaterial von Bambus mit dem Laub und kleingeschnittenes Holz, weil wir hier noch, hier haben wir ein bisschen, ja, ein paar Äste rausgenommen. Der Bambus, den könnt ihr hier sehen, der ist hier an der Seite entlang gewachsen. Den haben wir auch rausgenommen. Und unten haben wir dann auch noch ein bisschen Holz zurückgeschnitten, um ein bisschen mehr Licht reinzubekommen. Das zeige ich aber euch gleich später. Wie gesagt, das haben wir hier alles mit eingearbeitet. Und hier da hinten kann man jetzt auch ein bisschen sehen, da sind noch 2 Kürbisse. Weiß nicht, ob sie gut sind oder nicht. Hier Johannisbeeren. Den ganzen Bambus hier werde ich dann nutzen, um ja, Brunnen vielleicht anzubinden oder sowas. Einfach als Klettergerüst müsst ihr mal schauen. Hier schwarze Johannisbeeren. Was ich auch neuerdings gesetzt habe, sind hier sibirische Johannisbeeren. 2 Stück. Die habe ich mir auch mal bestellt und wollte mal schauen, ob die funktionieren. Hier sind meine beiden Heidelbeeren. Und wenn wir dann hier weiter runter gehen, hier kommt dann nochmal, ist wieder so ein Laubbeet, habe ich auch wieder Karton ausgelegt hier unten. Deswegen habe ich auch das zurückgeschnitten mit meinem Vater. Hier möchte ich vielleicht auch noch ein Bäumchen pflanzen, habe mir auch kürzlich Bäume bestellt. Mehr dazu in einem anderen Video und schauen, was ich hier alles so mit reinsetzen kann. Hier ist noch ein bisschen Totholz, da werde ich vielleicht noch einen Totholzhaufen bauen lassen, weil hier ist noch ein bisschen
Hier noch Holzreste, aua. Bin voll in einen Ast gestiegen von der Zwetschge. Ei, hat sich einen Schuh gebohrt. Aber ist nicht so toll. Jedenfalls, hier ist noch ein Totholzhaufen für Käfer und Insekten. Werde ich dann noch mal ein bisschen umlegen. Hier dieses Kaninchen, den Kaninchenstall oder so. Der war schon von dem Vorbesitzer da, den versuchen wir jetzt entweder hier an die Seite zu stellen, damit er nicht mehr so im Weg steht, oder ich schau mal, wer den haben möchte. Also wer jemand das Video sieht und der noch verfügbar ist, gerne anschreiben. Ich weiß nicht wohin damit, ich habe keine Kaninchen, mein Nachbar hat welche. Müssen wir mal schauen, wohin damit. Aber jedenfalls haben wir auch hier den Zaun entfernt und ein bisschen ausgelichtet, weil an der Stelle möchte ich auch noch einen Baum reinsetzen. Dann so, dass er von der Mittagssonne, deswegen habe ich hier auch hier ausgelichtet, bekommt er hier die Sonne ab und dann später am Abend wird er auch nochmal so eine Sonne bekommen, also so mehr oder weniger Halbschatten. Und dann hier an der Wand möchte ich dann auch noch mit meinem Vater Bohnen aufbauen, so im Halbschatten, also Bohnen kultivieren, weil hier oben sind solche Haken drin, da kann man auch diese Randgerüste machen, das wollen wir halt einfach mal hier probieren. Und wenn wir weiter runter gehen, haben wir hier das ganze, ja, Zaun einfach, der lag einfach hier hinten, weil wir hier jetzt den Apfelbaum reingesetzt haben, Baia Marissa, der bei uns im Kübel stand. Der wird dann, kann sich dann Wasser hier vom Teich holen, also muss ich wenig gießen. Der bekommt hier auch Licht, wenn er dann etwas größer wird, aber hier an der Seite jetzt zum Beispiel, das ganze Gitterzeug stand von den Vorbesitzern hier, lag hier alles unten mit drin und ja, das haben wir jetzt aufgestellt und müssen mal schauen, wo wir das hinbringen wollen, weil wir hier jetzt mehr Sachen machen wollen und das stört halt einfach. Das ist halt einfach wirklich ärgerlich, dass ja die ganzen Sachen hier drin sind und ich und mein Vater die wegmachen müssen. Schauen wir mal, was wir hier damit machen wollen. In der Hütte habe ich halt auch das ganze Zeug, weil hier da lag auch Gas, ja, leere Gasbehälter und alles mögliche und das möchte ich einfach alles nicht hier haben. Schauen wir mal, wie wir das entsorgen können. Aber sonst, die letzten Tage waren sehr lustig mit meinem Vater, der hat da wirklich sehr viel mit mir hier gemacht. Finde ich wirklich gut und macht mir auch wirklich viel Spaß, so ein bisschen den Naturgarten bzw. den Schrebergarten ein bisschen aufmöbeln, ein paar mehr Bäume pflanzen, weil es mir gefällt. Und den Bambus hier ein bisschen ausgelichtet haben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video auch einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar hinterlassen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr ja, Freunden, Bekannten, Familien von mir und meinem Projekt erzählt, damit immer mehr Menschen auf ja, mich und das Projekt aufmerksam werden, mehr Leute Inspirationen bekommen. Und natürlich auch sich Unterstützungsmöglichkeiten finden, die ihr auch auf meiner Webseite findet oder in der Videobeschreibung. Ja, damit ich weiter für euch Videos machen kann und dieses Projekt für euch am Laufen erhalten kann. So, damit möchte ich es belassen. Wir haben schon seit 4 Tagen Hochnebel, jetzt lichtet sich das so ein bisschen klarer und kühler. Habe immer noch sehr viel zu tun, deswegen auch hier jetzt dieses spontane Video. Weil ich halt so viel zu tun habe und sonst sage ich ja immer, pflanzen wir Bäume. Nicht wahr, Maulbärchen? Da hinten ist auch noch eine Kiwi irgendwo hinten drin, eine sibirische. Ja, es gibt so viel zu tun, so viel Bäume zu pflanzen, so viel Fläche. Gehen wir es doch einfach an, mit Spaß und Freude. Mit Spaß und Freude. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Mit Spaß und Freude.